Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Surviving the Aftermath. Und wir haben mal ein wenig geschaut, was wir jetzt als nächstes mit forschen wollen. Haben wir jetzt mal dafür entschieden, wir gehen erstmal weiter, was die Gemeinschaft angeht, bisschen Unterhaltung reinbringen auf die Sturmkuppel, weil die erstmal nicht diese Elektronik hier unten mit verbrät wie der, also nicht wie die Spielhalle. Und wir bekommen da auf dem Zwischenbereich nochmal beheizte Häuser als Upgrade. Gibt erstmal noch mehr Bonus in die Zufriedenheit rein. Wir können eben die einfach upgraden. Brauchen wir bloß Strom dorthin zu legen. Ein bisschen mehr Strom auszubauen erstmal dafür. Und dann sollten wir sowas wie einen Wintersturm erstmal, was die Häuser angeht, problemlos überstehen. Und brauchen dann das ganze Brennholz erstmal nur für die Fabrikgebäude oder die produzierenden Gewerbe sozusagen. Ne? So, machen wir mal weiter. Mal. Handelskonvoi, jetzt haben wir endlich das Holz. Ah, auf geht's. So, und dann können wir aber auch den Schneidermeister aufrüsten. Also den zweiten. Und der ist auch wichtig. So, die Toiletten. Ja, wissen wir doch, dass wir die gebaut haben. Ja. Ja. Braucht bloß noch den Beton anzuschleppen. Sehr gut. Was geht jetzt hier schon wieder mit den infizierten Kolonisten los? Nukleare Bestie. Na, das hört sich ja traumhaft an. Ich gehe schon mal weg. An old nuclear power plant looms in the distance. Its monolithic cooling towers reaching toward the once blue sky. Their prominence has made them prime targets for scavengers. But a formidable beast has made its lair in one of the plants and has kept looters at bay. Nukleare Bestie. In der Ferne glimmt ein altes Atomkraftwerk. Seine Kühltürme ragen in den einst blauen Himmel. Es ist ein beliebtes Ziel für Plünderer, doch offenbar hat neben einem der Reaktoren ein riesiges Untier sein Lager aufgeschlagen und hält die Besucher Distanz. Oder die Beutesucher. Naja, es sind auch Besucher. Oder es handelt sich nur um eine Legende, die in die Welt gesetzt wurde, um ungewollte Besucher fernzuhalten. Ja, auf jeden Fall gucken wir uns den Spaß an. Also, hallo. Vollkommen logisch. Wer hätte denn was anderes erwartet? Ach, guck. Ach, das ist ja wirklich direkt in der Nähe. Ja, ne? Wenn die jetzt hier... Ach, guck. Ja, komm, dann lassen wir die vier jetzt mal so raus. Raustapsen. Ready. Numero uno. Numero due. Right. Numero tre. Ready. Numero quattro. So. Reporting in. All right. Loop. Roger. Loop. How may I help? Of Loop. Course. Your orders. Sounds good. So. Schau mal, was da ist, ne? Auf jeden Fall gucken wir danach. Ich glaube ja, dass das wirklich bloß ein Gerücht ist. Bei meinem Glück ist es das nicht. Hey, wow, die Sauna ist ja schon fast fertig. Danke, Scheiß. Moment, Schneidermeister. Und robuste Kleidung. Sehr gut. Ja, sehr schön. Oh, mal so.
Was? Du hast Verbindung? Ach nee. Ja, die wird gerade noch gebaut, deine Verbindung zum Wassernetzwerk, ja. Guck, und die braucht Brennholz. Ja, macht Sinn. Irgendwie. Tada! Tada! Ja? Jetzt mal kurz an, das Teil. Okay. Ja gut, das, ja, also, Donnerwetter, was wir hier für eine tolle Sauna haben. Gesundheit. Tja. Dann schauen wir mal, was daraus wird, wenn wir die ordentlich aufpumpen. Ah, wir haben ja alles. Hier haben wir auch Strom, also das sollte ja dann auch kein Problem sein. Außer, dass wir nicht immer genügend Strom haben, aber auch das sollte kein Problem sein. Dann bauen wir nämlich noch eine. So, was? Specialist in Gefahr. Mission complete. Ach so, ja, das wissen wir doch bei dir. So. Ein Auto haben wir ja nicht zwischendrin. Also gehst du einfach mal. Obwohl, wollten wir dann... Mal brauchen wir die Sachen? Ja, brauchen wir. Okay. Dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir erstmal nach Hause kommen. Oder. Oder. Gucken mal ganz kurz, ob wir uns die erhandeln können. Nein. Nein. So, ja, gut. Noch. Nice. Auch davon können wir noch ein bisschen was abgeben. Da ist es nicht. Ach du. Wir haben genug Geld, sehe ich gerade. Na gut. Bestätigen. Was haben wir denn hier? Handeln. Ah, komm. Auf geht's. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Ja, die Teile brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Aber für die Reputation ist es, glaube ich, ganz gut. Was braucht ihr? Ziehen. Ja. Haben wir ein bisschen was? Fische. Wild. Paar Teile gefälligst. Ich
Ich weiß, wir machen da keinen guten Deal, aber eigentlich schon. Ah, komm. Passt schon. So, aber Antibiotika haben wir dadurch nicht. Nee, pass auf. Ich wollte eigentlich sie erst ja hier hinpacken und dann nochmal hier rumfahren oder laufen lassen, aber ich glaube, das mache ich einfach mit der, die jetzt hier oben gerade noch rumrennt. Dann soll die das eventuell machen und wir laufen jetzt erstmal damit zurück. Okay. Mit dem, was wir haben. Yep. So, na dann. Ach so, ah. New vehicle found. Das ist jetzt bestimmt wieder. Ah, warte mal. Ja. Was mir jetzt hier wieder in den Sinn kommt, ist doch der Punkt, dass wir sowas doch schon mal hatten, dass wir dann zu einer so einer Geschichte hingerannt sind. Und dann konnte bloß einer rein von unseren Leuten. Und die Art dessen, die dort reingegangen ist, hat dann bestimmt, was dabei passiert ist. Yes. Ich nehme mal Vulture. Soll der mal reingehen. Found something. Toll. Das Kraftwerk an sich ist nicht schwer zu finden. Es thront majestätisch über einem vertrockneten Flussbett. Bis auf die üblichen Zeichen der Erosion ist es in einem durchaus guten Zustand. Dein Spezialist kann keine menschliche Aktivität entdecken und betritt die Anlage. Kurz darauf erfüllt ein grollendes Knurren die düstere Halle, woraufhin ein riesiger, glühender Wolf zum Vorschein kommt. Dein Spezialist ist in Gefahr, doch die Aussicht auf wertvolle Ressourcen ist sehr verlockend. Wir greifen erstmal, was wir können. Okay. Dein Spezialist sprintet auf den nächsten Ausgang zu und greift sich unterwegs alles, was er zu fassen kriegt. Die Bestie verfolgt ihn eine Zeit lang, weicht dann aber vor den hell erleuchtenden Eingangsbereich zurück. Sobald die Gefahr vorüber ist, sammelt der Spezialist seine Beute ein. Es ist nicht viel, aber selbst das ist genug. Quest complete. Ah, toll. Das war jetzt aber... So, warte mal, wir speichern das ab. Einfach bloß mal kurz als... Ach, ich bin doof. Na, ja. Warte mal, hat er das eventuell... Nee. Schade. Wollen wir das nochmal kurz... Ja, warte mal. Wir laden mal kurz den Stand. Wir können ja dann zu dem wieder... Ich war gerade so dämlich. Wir laden den Stand mal kurz. Einfach mal, um zu sehen, was da passiert. Einfach mal gucken. Also, was wäre gewesen, wenn wir mit dem Kämpfer rein wären? Das machen wir jetzt nicht. Also, testen es mal ganz kurz. Interessiert mich jetzt gerade einfach mal. Tut mir leid. Komm, lad mal ein bisschen schneller. Leistung hast du genug? Schnarch. Danke. So, wir achten jetzt erstmal auf gar nichts. Du, ja, alles toll. Tralala. So. Einfach mal gucken. So. Kämpferin, ne? Das ist eine Kämpferin, genau. Komm mal rein. So, greif die Bestie an. Mal gucken. Der Kämpfer nimmt die Herausforderung an und knurrt zurück. Die Bestie ist durch diese Reaktion verwirrt und weicht einen Schritt zurück in die Dunkelheit, aus der sie gekommen ist. Der Spezialist zieht seine Waffe und gibt ein paar Schüsse in die Flanke des glühenden Wolfes ab.
Dieser jault auf, dreht sich um und flieht. Die Anlage kann jetzt in relativer Sicherheit geplündert werden, solange nichts mehr in der Dunkelheit herumschleicht. Okay, und da hätten wir dann 300 Wissenschaft und 20 Werkzeuge bekommen. Naja, gut. Und wir hätten keine Unstimmigkeit. Naja, gut. Wäre, wäre Fahrradkette, ne? Wie es immer so schön heißt. Na komm. Lad. Schön, hab ich doch jemanden getriggert. Fand ich gut. So heißt das. Ja, ja, genau. Schön. Ich habe echt noch überlegt, aber ich dachte mir so, komm, den haust du jetzt mal raus. Auch wenn er nicht hundertprozentig passt, aber komm, den haust du mal raus. Entschuldigung, das muss einfach sein. 40 Elektronik, alles klar. Das dauert noch etwas. Das kriegen wir schon hin. So, haben wir jetzt nicht hier diese komischen Feldhospitale, genau. Oh Gott, bist du wahnsinnig? Zehn Energieverbrauch nochmal dafür. Aber auch 6 Patientenplätze, das ist schon nicht schlecht. Na gut. Noch eine Windturbine. Plopp. Und dann... Weil hier kommt dann was anderes hin. Das sollte aber nicht so weit bis hier runterstrahlen. 51 Plastik. Oh. Metall, warum bin ich da nicht hingegangen? Das wäre übel gut gewesen. Ne, aber Plastik haben wir hier oben noch bessere, ne? Ja, genau. Ja, ach, dann können wir das Plastik hier unten echt sein lassen und können dann aber eventuell hier hingehen. Warte mal. Hab ich es richtig gemacht? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte eigentlich das hier rüber. Naja. Ego, so, pass auf, dann können wir doch hier eventuell mal so ein Spital hinstellen. Ist das die richtige Seite, oder? Ja, nee, lass uns das mal nicht hier so hinquetschen, dann... Wo können wir das mal besser hinstellen? Nee, hierhin ja nicht. Ja, da oben aber auch nicht. Da auch nicht. Ja, nirgends. Gut, alles klar, hätten wir das. Warte mal, der. Gut, das hier ist Kacke, alles klar, dann kommt das Feldhospital hier hin. Oder dann halt so rum. So. Ich denke, so könnte ganz gut passen. Achso, war ich eins zu weit. So, bop. So, da kommen wir von allen Seiten ran. Ein Spital. Willst du wohl nicht, dass dein Spital voller Hose ist, was? So Schmerz immer. Der HK hat jetzt auch noch Urlaub die nächsten Wochen. Es wird ja nicht einfacher mit dem. Das ist furchtbar. Es ist
einfach furchtbar. Na gut. So, So, ich glaube aber, wir brauchen trotzdem, genau, wir werden hier oben jetzt noch einen Trafo brauchen. Damit der ganze Spaß überhaupt klappt. Weil von hier aus kriegen wir das da nicht angebunden. Aber wir können den ja einfach ganz bequem hier daneben stellen. Da hat man dann, wenn man im Krankenbett liegt, immer so ein schönes, beruhigendes, sanftes Brummen vom Transformator mit dabei. Das ist doch eigentlich geil, oder? Immer die ganze Zeit. Oder. Das ist doch geil. So machen wir's. Gut, sehr schön. Oh, hier, unsere Dampfsauna ist gleich fertig. Ah, schön. Moment. Da gehen wir nochmal in Foto-Modus. Upp. So. Jetzt gucken wir das uns mal ganz genau an. Aha, okay, ja. Ach, gucke an, wie süß. Planschbecken. okay, also Männlein, Weiblein, getrennter Eingang. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nur links und rechts die Umkleidekabinen oder so. Weil man muss natürlich in einer Sauna getrennte Umkleidekabinen haben. Denn, wie jeder weiß, sieht man sich ja in einer Sauna dann nicht nackig. Also gut, wenn manche machen ja wirklich noch ein Handtuch drum, da sieht man sie dann wirklich nicht nackig, aber das ist ja doch eher die Seltenheit eigentlich. Ja, ansonsten schön gekapselt. Hier hinten ist der Saunabehälter. Oh, das sieht schon ganz knuffig aus. Ja, es wird. Es wird. Vielleicht ist dazwischen einfach nur eine Glasscheibe dann. Sehen, aber nicht anfassen. Ja, glaube ich nicht. Aber möglich ist das natürlich, klar. So, Gebäude geöffnet. Das an Wasserverbrauch und Energieverbrauch, das geht schon. Das ist alles easy. So, pass auf, dann würde ich sagen, wir klatschen mal noch ein paar Denk. Nein, machen wir nicht. Wir haben nicht mehr genug Metall. Wir haben jetzt anscheinend so viel Zeug gebaut, wo wir Metall brauchen. Oh, auch hier brauchen wir eine ganze Menge. Ja gut. Ja, wir haben wirklich viel gebaut, wo wir Metall brauchen in letzter Zeit. Entschuldigung. Und wir haben auch einiges verkauft. Ja, sehr gut. Okay. Yes. So, pass auf. Ne, dann alle wieder Kommando zurück. Alle wieder hier drin. Und dann gehen wir von dort aus mit dem Auto nach unten. So, schön. So, wie sieht's hier aus? Naja, geht schon. Naja. Glücklich sind sie nicht. Irgendwie sind sie recht unzufrieden mit meinen Entscheidungen in letzter Zeit. Haben sie Pech. So einfach ist das. Kann ich auch nichts für. So, wie sieht denn das aus? 5 Stück. 3 Rentner. Ein Kind, ein Erwachsener. Na super. Ah, gut. Noch eine Windturbine.
drüben noch einer. Haben wir jetzt aber auch wirklich, selbst wenn das Hospital dann durch ist und das da durch ist, haben wir dann genügend Strom, um die erstmal zu vergnüsen. Und was ja auch noch ist, wir haben ja dann bald die Forschung zu... Warum wird da eigentlich gerade nicht geforscht? Sind doch genügend Forschungspunkte da? Ja, warum forschst du dann hier gerade nicht? Rosa. So, wie sieht's hier aus? Robuste Kleidung, langlebiges Werkzeug, das passt schon noch. Ist klar. Okay, Trafo ist erledigt. Sehr gut. Gut. Naja, jetzt brauchen wir halt noch ein bisschen Komponenten, aber ja, passt schon. Wir stellen ja hier immer wieder welche her. Das ist schon okay. Mission complete. Sehr gut. So, dann steig du doch mal bitte wieder ins Auto ein. Stunden, alles klar. So, die sind jetzt da. Vulture kommt noch nach. Wenn er dann da ist, ja, guck mal, der ist voll. Yep. Die ist fast voll. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, ne? Selbst jetzt in der Nacht, wo unsere Solarpanels nichts können, selbst damals immer genügend Strom. Das funktioniert. Wir hatten doch hier oben noch Fischerhütten, die nicht voll besetzt waren. Die können wir noch voll besetzen. Nehmen wir noch mehr Fische raus. So läuft es. We have bandits at the gate. Bandits at the gate. Religiöse Fanatiker, ja. Mhm. Ja, gut, ne? Würde ich sagen, das ist dann ein Fall für die nächste Folge. Hier sind auf jeden Fall fast alle irgendwie da, außer dass manche sich irgendwie abwaschen. Bei der Arbeit. Geht hoffentlich zur Arbeit. Naja, gut. Und wir haben natürlich unsere Truppenteile hier. Was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Und wenn wir noch ein bisschen warten, könnte eventuell Vulture auch noch da sein. Wenn hier die Zeit hier unten noch so rum ist. Gucken wir mal. Wir müssen ja nicht sofort hier draufklicken. Klick. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Macht's gut.